Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Hier im Dschungel sind wir angekommen und sind auf Lava Island quasi angekommen. Da hinten müssen wir hin. Wir brauchen Blumen. Und werden hier quasi überrannt von Gegnern, die vergiften können. Wir haben jetzt schon einen Orden angelegt, der das unmöglich macht. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Trotzdem sind hier viele starke Gegner am Start. Und ich weiß auch nicht genau, was diese Dinger hier bringen. Was soll ich jetzt machen? Okay, ich habe noch keine Lösung. Achso, warte mal. Ich muss mal vielleicht hier mit Watt öfter rumrennen, oder? Weil ich sehe doch immer unsichtbare Blöcke, wenn ich so mache. Das sollte ich tun, glaube ich. Das kann, glaube ich, ganz nützlich sein. Aber ich weiß trotzdem nicht, was ich machen soll. Hä? Verstehe ich nicht. Ich meine, ich kann hier jetzt an den ganzen Büschen wackeln, aber da passiert ja trotzdem nichts. Die Bäume machen hier auch nichts. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich... Hä? Was man mit diesen Plattformen machen soll. Ich meine, fliegen kann ich auch nicht. Was bringt mir das? Was soll ich tun? Okay. Ja, das sind ja nur wieder diese bösen Büsche. Oh, Geld, yay. Ja, keine Ahnung, was soll ich machen? Ja, hier kann ich Büsche verschieben. Ich verstehe es nicht ganz, ehrlich gesagt. Habe ich irgendwo einen Weg verpasst? Stimmt, oder? Muss ich ja. Irgendwo muss ich einen Weg verpasst haben. Aber ich meine, wenn ich einmal hier bin, kann ich mich auch nochmal heilen. Ach ja, hier hinten geht's echt noch weiter. Ups. Ja, das habe ich nicht gesehen. Hoppala. Aber gut, wir haben schon mal ein paar Gegner gescannt. Das kann auch nicht schaden. Oh. Todd, lass mich nochmal ausruhen. Ich habe ganz schön auf den Sack bekommen. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich die am besten besiegen soll, diese Gegner. Irgendwie wäre es geil, wenn ich einen Feuerangriff habe. Aber habe ich halt nicht. Irgendwie muss man die gut besiegen können. Ich bin aber noch nicht ganz dahinter gestiegen, wie ich es am besten mache. Ah. Ja! Ja, Hilfe! Okay. Ich höre ihn doch schon wieder, wie er umher daunst. Okay, hier kann ich in den Büschen wackeln. Der Scheigeil. Der schlägt ihn kaputt. Was haben wir hier? Zack. Erstangriff erfolgreich. Mal sehen. Drei Schaden. Schön. Da gucken wir uns die erstmal an, würde ich sagen. Wir tauschen wieder mit Gumbario. Und scannen ihn mal. So, das sind Sperrgeist. Sperrgeist sind Verwandte der Scheigeist. Die leben im Dschungel. 7-3-0. Wenn der Speer in deine Richtung zeigt und du mit dem Hammer angreifst, wirst du verletzt. Du solltest auch nicht auf sie springen, während der Speer nach oben zeigt. Oh, okay. Pass gut auf die Ausrichtung der Speere auf, bevor du einen angreifst. Ach ja, manchmal rufen sie auf Verstärkung. Haben sie erst die Speere geschleudert, werden sie zu normalen Scheigeis. Ah. Okay, gut zu wissen. Das heißt, auf den jump ich jetzt drauf. Bam. Und den anderen müsste ich quasi jetzt einmal mit dem Hammer bashen. Gut, habe ich geblockt. Jetzt nicht mehr mit dem Hammer bashen. Zack. Zack. Die haben alle zu, viel zu viel KP. Die haben alle einen KP zu viel. Das nervt mich ein bisschen. Okay, wir kriegen 4 Punkte. Sehr schön. Mm-mm-mm-mm.
Hi. Boah, ja, du hast mich schon wieder gerettet. Bist unübertrefflich, Mario. Und jetzt fühle ich, dass unser Ziel der Vulkan ganz in der Nähe ist. Lass uns weitermachen, solange der Kampfgeist noch in uns brennt. Mhm. Ich weiß ja nicht. Okay. Ich will irgendwie einen Schaden mehr austeilen, Leute. Vielleicht muss ich mehr mit Flächenangriffen arbeiten. Oh. Gilet Royal. Stellt 50 BP wieder her. Oh Gott, das war jetzt aber Glück, dass ich es das gefunden habe. Okay. Jetzt geht's los mit Lava. Da habe ich vielleicht einen Vorteil. Mit den neuen Gegnern dann. Na? So. Ah, Mario. Sieh dir das an. Was los? Krasse Höhle. Das sieht doch aus wie der Eingang zum Vulkan. Alter Junge. Irgendwo in diesem Vulkan sind die Schätze, nach denen ich suche. Ich wusste es. Die Geheimnisse einer alten Zivilisation. Und jetzt finde ich keinen Weg hinein. Das sieht nach einem üblen Problem aus. Aber ich werde nicht aufgeben. Ein guter Forscher hört niemals auf, Informationen zu sammeln. Lass uns im Dorf ins Dorf zurückgehen und nach Hinweisen suchen. Es muss einen Weg hineingeben. Es muss. Komm los jetzt. Was macht Kubario da eigentlich? Okay, wir gehen wieder zurück, Leute. Aber gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Stopp, aufhören! Schon wieder? Dachtest du, ich wäre schon wieder überfallen worden? War nur ein Scherz. Oh, toll. Entdecker müssen auch mal Sinn für Humor beweisen. Aber wie dem auch sei, lass uns weitermachen. Was ein Penner. Ich helfe dir nicht mehr. Was ein Penner. So. Ja, heilen wir uns doch mal schnell, oder? Oh nein, warum weinen die alle? Die weinen alle. Was ist da los? Ah, kriegen wir jetzt auch einen Yoshi im Team? Das wäre so cool. Ich würde mich voll freuen. So, wir pennen mal ganz kurz. Zum 20. Mal gefühlt. Aber hey, wir müssen KP regenerieren. Wir haben nicht so viel. Let's go. Und wir saven mal kurz. Speichern. Zack. Okay, hey. Die Kinder sind fort. Der einzige Ort, wo sie sein könnten, ist der Dschungel. Ich hatte seit einiger Zeit das Gefühl, dass sie etwas im Schilde führen würden. Aber ich dachte, es wäre nur ein übliche Unfug. Niemals hätte ich erwartet, dass sie so etwas Gefährliches tun würden. Was sollen wir tun? Wie sollen wir sie finden? Auch der Häuptling. Der ist ein bisschen dick geworden, ne? Oh, was für ein Unglück. Die Kinder werden vermisst. Offenbar haben sie sich in den Dschungel geschlichen. Sie kennen die Gefahren nicht, die dort lauern. Wir müssen sie wieder zurückholen. Mario, würdest du nach unseren Kindern, vermissten Kindern suchen? Wie du sehen kannst, sind die Yoshis in der Siedlung völlig in Panik. Sie können nicht mehr klar denken. Ich werde versuchen, sie zu beruhigen. Such du bitte nach den Kindern. Aber hier oder da hinten? Ja, gute Frage, ne? Ding. Ja, ich hoffe halt, die werden doch jetzt nicht, oder? Die werden doch jetzt nicht bei den Gegnern nochmal sein. Ich weiß halt nicht, was jetzt, was heißt denn jetzt Dschungel? Komm sofort zurück, ihr kleinen Undankbaren! Okay, das hört sich gut an, als ob ich auf dem richtigen Weg bin. Hey, du da unten, wenn du mich hören kannst, dann zieh nach oben. Der Fisch liegt im Baum. Okay, ich glaube, der Fisch schließt sich uns an. Das ist so peinlich, ich hänge in diesem Baum fest. Kannst du mich irgendwie runterhelfen? Bitte. Nichts leichter als das. Komm schon, fester. Ah, puh, ich bin gerettet. Ich fühle mich mehr jenseits als diesseitig. Jenseitig als diesseitig. Danke, dass du mich aus dem Baum befreit hast. Mir ist nichts passiert. Oh, diese Kleinen. Ich habe gerade diese schlimmen kleinen Yoshi-Jungs gejagt und bin natürlich voll in ihre Falle getappt. Wissen sie denn nicht, wie gefährlich es hier im Dschungel ist? Ich muss sie finden, bevor sie noch tiefer vordringen. Das Gleiche gilt für dich. Es ist hier zu gefährlich. Geh zurück zur Siedlung.
Was hast du überhaupt im Dschungel zu suchen? Ach, sieh mal einer an. Du suchst auch nach den kleinen Unholden. Dann lass uns doch gemeinsam nach ihnen suchen. Sie verstehen nicht, wie gefährlich es im Dschungel ist. Wir müssen sie so schnell wie möglich finden. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe dich noch nicht einmal nach deinem Namen gefragt. Wie lautet er denn? Mario, wie? Ich habe noch nie von dir gehört. Du musst wohl von weit weg kommen. Genieße Lava Lava Island. Das würde ich normalerweise zu einem Besucher sagen. Aber zuerst müssen wir nach diesen Jungs suchen. Sushi gehört zum Team. Drücke nach unten auf Stegen, um auf ihrem Rücken Gewässer zu überqueren. Drückst du nochmals nach unten, kann Sushi für kurze Zeit untertauchen. Im Kampf kann sie Gegner mit Bauchlandung aufklatschen oder mit Spucker vom Himmel pusten. Okay. Sehr interessant. Okay, ich bin gespannt, was dabei rumkommt. So, kann ich jetzt? Ah ja. So, dann kriegen wir hier erstmal unseren Samen. Hallo. Jo, was geht? Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Ich Tempel perfekt. Ich habe einen Knospi. Hier ist mein Samen. Bitteschön. Ja, die sagen doch immer nur dasselbe, oder? Was? Bist du wegen des Samens hier? Tut mir leid, aber er ist noch nicht fertig. Warum hast du so eilig? Die Zeit fliegt, wenn du was zu tun hast. Komm doch später wieder und versuch dich zu entspannen, okay? Okay, ich muss... Oh, was? Muss ich aber noch nachdenken und wissen, dass ich später nochmal vorbeikommen muss. Na toll. Ob ich das schaffe? So, aber den Sternsplitter nehmen wir uns mit. Und einen Brief. An Ross T. In Tottau. Den kennen wir. Okay, na dann. Hier sind wir dann soweit fertig, oder? Ja, das sieht gut aus. Okay, auf der anderen Seite müssten wir jetzt aber auch theoretisch weiterkommen. Okay, wir haben einen neuen Weggefährten. Das ist doch cool. Wir können jetzt schwimmen. Und jetzt kommen wir auch in Tod Town an dieser einen Stelle weiter. Das heißt, da kriegen wir auch einen Sternsplitter. Das hört sich die ganze Zeit so an im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr auch mit Kopfhörern hört, als ob jemand im Hintergrund irgendwas Töpfe verräumt oder so. Total merkwürdig. Shit. Okay, der... Auf den muss ich springen. Okay, ich mach jetzt mal. Komm, ich mach ein paar Hüpfer. Shit. Ja, das war nicht so klug. Okay, Bauchlandung auf einen Gegner. Spucker feuert Wasserstrahl ab. Gut gegen Feuergegner. Oh, cool. Was? Okay, ich glaube, das muss ich nochmal üben. Der ruft Verstärkung wahrscheinlich. Jo. Hi. Na. Okay, wir üben das nochmal, oder? Powerhüpfer, let's go. Ja. Das sah schon besser aus. Okay. Ich kann eigentlich nur das gerade machen. Oder ich wechsle halt. Ich frag mich nur, wen. Sie macht 5 Schaden, glaube ich, ne? Normalerweise, wenn ich es nicht verkacken würde. Au. So ein Sack. Bam. Okay. Und tschüss. Ja, man muss immer mal ein bisschen üben, ne? So ist das halt. Okay, Leben. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, Superbebenorden.
bringt bei Boden- und Deckengegnern schweren Schaden. Hört sich eigentlich ganz geil an. In Kombination mit dem... Für 4 BP kannst du es ordentlich scheppern lassen. Richte bei allen Gegnern, die sich auf dem Boden oder an der Decke befinden, großen Schaden an. Hört sich geil an. Superbeben. Ich glaube, den nehme ich mal mit. Ja, vielleicht doch erstmal statt dem Power Douts. Multisprung. Ich weiß nicht, Multisprung erscheint mir aktuell nicht so gut zu sein. Und stattdessen nehmen wir mal den Superbebenorden. Kostet zwar 4 BP. Aber, hey. Mal ein bisschen was ausprobieren, ne? Da oben ist ja ein Yoshi, der schläft. So, wie kommen wir denn weiter? Hier hinten muss man doch irgendwo an Land kommen, oder? Miau. Ich komme hier nicht an Land, hä? Oder kann ich einfach an Land gehen? Nee. Ich brauche immer diese Dinger. Ja, da kann ich einen verbessern. Dü. Okay, ich gehe erstmal hier lang. Dü. So, ach, da geht's schon weiter? Okay. Boah, ist aber auch undurchsichtig, ne? Shit. Mann. Dü. Okay, das ist doch der perfekte Moment für den Superbeben. Drücke nach links und lass los, wenn das aufleuchtet. Okay, dann. Und 5 Schaden. Ich glaube fast Mitglied wechseln. Ich nehme mal Bombett. Nee, Cooper. Ich hoffe, mit Cooper klappt das. Und mache hier einfach nochmal den Power Dot. Ja. Okay, das ist cool. Die Kombi ist ganz gut. Aber wir müssen irgendwie noch ein bisschen stärker sein. So, jetzt hier ein bisschen Geld. Und da können wir uns verbessern. Und das ist ein Gegner. Ups. Okay. Ja. Höhe Marios Sprungangriffskraft. Ja, ich weiß nicht. Alles nicht so geil. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier den stärkeren Hammer kriegen. Aber ich bin aktuell... Ja, wir müssen so lange kämpfen, ne? Wir haben nicht so richtig die Chance, alle platt zu machen. Nervt mich ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Buhu, Parakeri, wat? Wat los hier, wat? Turbolader. So, deine Angriffskraft wird vorübergehend erhöht. Aber bringt mir das was? Kann ich da mit dem normalen Sprung? Das passt so. Okay. Shit. Ja, so an sich ist das ganz geil. Angriffskraft plus 1. Okay. Wir haben sogar eine Super-Soda für 5 BP und Vergiftung-Heilung bekommen. Und wir können jetzt einen damit weiter hochstufen. Nämlich unseren Freund Sushi. Frage ist, was kann der? Soll dieser Mitstreiter aufgestuft werden? Na klar. Let's go. So. Sushi wurde in den Superrang aufgestuft. Dann gucken wir doch gleich mal, was der dann kann. Dü. Okay. Let's go. Haben wir denn jetzt hier noch irgendwas, was ich machen kann? Oder gab es hier nichts mehr weiter?
Gibt's da hinten noch was? Ah, egal. Wir gehen erstmal hier lang. Bisschen Glöckchen klingeln. Bisschen Geld holen. Bisschen Büsche wackeln. Baum schlagen. Ah, das Gegner. Shit. Hätte ich wissen müssen. Okay, was hat er denn für eine neue Fähigkeit, unser Sushi-Man? Wasserblock. Erhöht Marios Verteidigung für kurze Zeit. Ja, okay. What? Let's go. So, Angriffskraft plus 1. Sprung, bam. 1 und 2. Mano. Und nochmal dasselbe. Zack. Und zack. So, wir haben noch keinen einzigen Yoshi gefunden, wollte ich nur mal sagen. Das läuft ja richtig gut. Okay, Leute, das war's aber erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Dann geht's hier weiter im Dschungel. Tschüss.